Das Angebotsportal, das im vorangegangenen Video beschrieben wurde, das ist wichtig, weil sich der einzelne Freiberufler mit seinen überschaubaren Weiterbildungsangeboten selbst kaum vermarkten kann. Er würde schlichtweg nicht wahrgenommen. Der genossenschaftliche Ansatz zur Präsentation der sprachraumweiten Sammlung von Weiterbildung, der erscheint optimal. Persönliche Erfahrungen als Freiberufler habe ich seit 1987. In den letzten 5 Jahren war ich als Online-Dozent für mehrere Bildungsträger tätig und dabei konnte ich Erfahrung sammeln und dieses Konzept entwickeln, was ich hier präsentiere. Kundengewinnung gelingt, wenn man auf der Basis von eigener Kompetenz in seinen Fachgebieten und natürlich mit einem Bekanntheitsgrad in den sozialen Medien wahrgenommen wird. Bei mir war es YouTube, das hat sich so ergeben, aber das gelingt eben nicht jedem. Deshalb ist das genossenschaftliche Angebot auf einer Weiterbildungsplattform, einem Portal für alle Freiberufler, die Weiterbildung anbieten, natürlich sehr wichtig. Hat man für sein Fachgebiet den Bedarf erkannt, den man mit Angeboten dann befriedigen kann, dann gilt es zu überlegen, ob man haupt- oder nebenberuflich beginnen möchte. Der geringe Investitionsbedarf und das Vorhandensein fast aller nötigen Ausrüstung für Online-Weiterbildung, das lässt den nebenberuflichen Start plausibel erscheinen. Hat man damit Erfolg, kann man überlegen, ob man das dann als vollberufliche Tätigkeit ausüben möchte. Jeder, auch ich, macht Anfangsfehler. Aber es gilt, diese zu minimieren, möglichst zu vermeiden. Und da gibt es mittlerweile, anders als damals 1987, gibt es reichhaltige Informationen auch von staatlicher Stelle und aus der Wirtschaft. Ein paar Linkvorschläge will ich hier mal zeigen. Ich habe hier von der Stadt Hamburg, man sieht es ja oben in der Adressleiste, da habe ich hier diese Seite selbstständig neben dem Beruf, nebenberuflich selbstständig, was ist zu beachten. Und da ist unter anderem eben auch beschrieben, wer kann Freiberufler sein und wer nicht. Generell gilt unterrichtende Tätigkeiten, genauso wie künstlerische Tätigkeiten, die eröffnen einem die Möglichkeit zum Freiberufler. Das hat Vorteile, unter anderem, dass man keine Gewerbesteuer zahlen muss, aber das hat eben auch Nachteile. Will ich hier nicht aufzählen, es gibt hier dieses Portal. Weitere Informationen, die in die gleiche Richtung zielen, aber eben erstmal ausgerichtet sind auf unterrichtende Tätigkeiten, beispielsweise als Nachhilfelehrer. Aber das ist ja die gleiche Rechtslage wie jemand, der wie ich professioneller Trainer ist oder Coach oder eben solche Weiterbildung anbietet. Da gilt das Gleiche und da kann man hier auf der Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie reichhaltige Informationen finden. Das also eine weitere Seite. Dann habe ich hier vom Land Baden-Württemberg, Serviceportal Baden-Württemberg steht da, habe ich auch noch was gefunden. Das hätte ich damals, als ich diese Überlegung machte, hervorragend gefunden. Da findet man alles zum Thema Freiberufler zusammengestellt auf dieser Seite. Ich will die jetzt nicht vorstellen, diese einzelnen Seiten, sondern eben nochmal auf ein Angebot eingehen, was jetzt nicht von staatlicher Seite kommt, sondern von der Handelskammer in Hamburg. Da ist also auch beschrieben als Thema Gewerbebetrieb oder Freiberufler. Das ist ja, wie ich am Anfang schon mal sagte, durchaus ein Thema. Und da gibt es also hier eben auch Hinweise, was man beachten sollte, damit man eben nicht Fehler macht, die vermeidbar sind. Mit diesen Linkvorschlägen, die Sie im Übrigen auch im zugehörigen PDF-Dokument finden, möchte ich schließen. Noch eine Bitte zum Abschluss. Bitte geben Sie mir Feedback, entweder in die Kommentare, wenn ihr bei YouTube angemeldet seid oder eben in Form von E-Mails. Mich interessiert, was würdet ihr besser machen? Was würdet ihr euch bei digitalen Angeboten im Bereich der Weiterbildung wünschen?
Schreibt es als Kommentar oder als E-Mail. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst auf meinem Kanal.